Schreibt mir in die Kommentare, dass ich nicht die Wahrheit sage, dass das alles einfach nur ein Wahnsinn ist. Einfach nur ein wildes Zusammengewürfel von herausgerissenen Versen. Hallo liebe Zuschauer, ein besorgter Katholik schickte mir eine Liste zu, womit eine protestantische Sekte versucht, die katholische Lehre zu widerlegen. Und diese Liste möchte ich einfach mal prüfen. Diese Liste ist in einigen Punkten gegliedert. Ich werde sie so ein bisschen zusammenfassen und komprimieren, aber auch einblenden, damit ihr das auch prüfen könnt. Ne? Weil, ich sag mal so, ich war früher selber evangelikal und antikatholisch und ich habe eigentlich mit fast denselben Argumenten versucht, die katholische Lehre zu widerlegen. Am Ende, als ich es wirklich geprüft habe, wurde ich selbst widerlegt und bin heute Katholik. Wir fangen an mit dem Papsttum. Hier wird gesagt, dass die Kirche lehrt, Petrus war das Haupt der Apostel, aber die Bibel würde lehren, Christus sei das Haupt der Apostel. Die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel, das wäre auch falsch. Der Papst ist als Bischof von Rom der Nachfolger Petrus. Sie sagen, die Bibel lehrt, Petrus hatte keine Nachfolger. Das ist aber sehr interessant, dann sollen wir mal jemand zeigen, wo das in der Bibel steht. Dann das Lehramt ist unfehlbar, wäre falsch. Die Bibel ist der einzige unfehlbare Ausleger der Bibel. Wo steht das? Die Bibel muss im ursprünglichen vom Heiligen Geist beabsichtigten Sinn ausgelegt werden. Ja, nur ob der Heilige Geist das im Sinn hatte, was die Protestanten heute aus der Bibel gemacht haben, mit der Bibel machen, das bezweifle ich stark. Jetzt hier, ganz interessant, die Sekte sagt, die Bibel ist das Wort Gottes, die Überlieferung, Tradition ist Menschenwort. Dann prüfen wir mal anhand der Bibel, wer Petrus wirklich war. Schauen wir mal ins Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 2. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon mit dem Beinamen Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes. Und dann folgen alle Namen der Apostel. Die Aufzählung beginnt damit, dass Petrus an erster Stelle steht. Er ist nicht einfach zufällig der erstgewählte Name der Aufzählung, nein, an erster Stelle Petrus. Und dann folgt das ganze Apostelkollegium. Woran macht sich das außerdem bemerkbar? Wir wollen es mal prüfen anhand der Bibel. Nachdem der Herr Jesus Christus die Eucharistielehre verkündete und sagte, dass sein Fleisch wahrhaft eine Speise und sein Blut wahrhaft ein Trank sei, heißt es im Johannesevangelium folgend. Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Noch ein weiteres Beispiel und dann gehen wir sofort auf die nächsten Punkte ein. Ihr aber, fragte der Herr Jesus Christus, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Herr Jesus Christus fragte im Matthäusevangelium Kapitel 16, Verse 15 und 16, alle Apostel, für wen sie ihn halten, und Simon Petrus, der Apostelfürst, antwortete stellvertretend für alle Apostel, dass der Herr Jesus Christus der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes sei. Was hat der Herr ihm daraufhin geantwortet? Selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel, also der Beistand Gottes. Und ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Der Herr hat dem Petrus verheißen, auf ihm seine Kirche zu bauen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen und er gab ihm die Bindegewalt, also Lehren festzulegen, diese Lehren für verbindlich zu erklären. Und darauf beruht die Unfehlbarkeit der Kirche und des Papstes, wenn der Papst ex cathedra spricht, also eine Lehre dogmatisch verkündet. Von daher ist die Kirche das Haus Gottes, Säule und Fundament der Wahrheit, wie es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15 heißt. Petrus war also ganz klar, der Oberste der Apostel, natürlich sind sie alle dem Herrn Jesus Christus untergeordnet. Aber der Herr baute seine Kirche auf Petrus.
was die Protestanten ja hier auch indirekt leugnen und meinen, Petrus hatte keinen Nachfolger. Sehen wir mal in die Kirchengeschichte, was Petrus wirklich tat und wer die Nachfolger Petri waren. Irenäus von Lyon, Kirchenvater im 2. Jahrhundert. Dadurch empfingen sie, die Apostel, die Fülle von allem und die vollkommene Erkenntnis, und so besitzt auch jeder einzelne von ihnen das Evangelium Gottes. Matthäus verfasste seine Evangelienschrift bei den Hebräern in hebräischer Sprache als Petrus und Paulus zu Rom das Evangelium verkündeten und die Kirche gründeten. Nach deren Tode zeichnete Markus, der Schüler und Dolmetscher Petri, dessen Predigt für uns auf. Petrus gründete also in Rom die Kirche und das Markus-Evangelium beruht auf Petrus und ist ein Zeuge dafür, dass Petrus in Rom die, nicht eine, sondern die Kirche gründete. Und weiter heißt es im dritten Buch gegen die Häresien, im dritten Kapitel, weil es aber zu weitläufig wäre, in einem Werke wie dem vorliegenden die apostolische Nachfolge aller Kirchen aufzuzählen, so werden wir nur die apostolische Tradition und Glaubenspredigt der größten und ältesten und allbekannten Kirche, die von den beiden ruhmreichen Aposteln Petrus und Paulus zu Rom gegründet und gebaut ist, darlegen, wie sie durch die Nachfolge ihrer Bischöfe bis auf unsere Tage gekommen ist. So widerlegen wir alle, die wie auch immer aus Eigenliebe oder Ruhmsucht oder Blindheit oder Missverstand Konventikel gründen. Mit der römischen Kirche nämlich muss wegen ihres besonderen Vorranges jede Kirche übereinstimmen, das heißt die Gläubigen von allerwärts, denn in ihr ist immer die apostolische Tradition bewahrt von denen, die von allen Seiten kommen. Du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. Die Pfortenhölle werden sie nicht überwältigen und ich gebe dir die Bindegewalt. Und Petrus gründete daraufhin die Kirche in Rom und schon seit dem Urchristentum ist die Kirche von Rom, beziehungsweise ihr Bischof, der Papst, das Oberhaupt der Kirche. Natürlich, das Oberhaupt der Kirche ist der Herr Jesus Christus, doch er gab uns einen Hirten hier auf Erden. Er sagte nämlich zu Petrus dreimal im Johannesevangelium Kapitel 21, Verse 15 bis 17, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Wer sind die Lämmer und Schafe des Herrn? Der Herr sagt ja, ich bin der gute Hirte. Und ich lasse mein Leben für meine Schafe. Für die, die der Herr erlöst hat, seine Kirche, hat er einen sichtbaren Hirten eingesetzt, Petrus. Und was tat Petrus? Petrus setzte Nachfolger ein, die wir bis heute lückenlos nachvollziehen können, obwohl diese eigenartige Sekte behauptet, Petrus hätte keine Nachfolger eingesetzt. Mal sehen, was die Realität ist. Weiter beschreibt der Kirchenvater Irenäus von Lyon in diesem Kapitel: Nachdem also die seligen Apostel die Kirche gegründet und eingerichtet hatten, übertrugen sie dem Linus den Episkopat zur Verwaltung der Kirche. Diesen Linus erwähnt Paulus in seinem Brief an Timotheus. Auf ihn folgt Anekletus, nach ihm erhält an dritter Stelle den Episkopat Clemens, der die Apostel noch sah und mit ihnen verkehrte. Dann werden die weiteren ersten Päpste genannt und unten heißt es, in dieser Ordnung und Reihenfolge ist die kirchliche apostolische Überlieferung auf uns gekommen und vollkommen schlüssig ist der Beweis, dass es derselben lebensspendende Glaube sei, den die Kirche von den Aposteln empfangen, bis jetzt, also auch bis heute, bewahrt und in Wahrheit uns überliefert hat. Denn in ihr, der Kirche in Rom, unter ihrem Bischof, ist die apostolische Tradition, also der Glaube, die Tradition ist die mündliche Überlieferung der Aposteln, auf ewig bewahrt. Und alle Kirchen, die nicht mit der römischen Kirche in Einklang sind, sind Konventikel, gegründet aus Eigenliebe, Ruhmsucht und Missverstand und Blindheit. Was für ein prophetisches Wort auf den Protestantismus hin. Und jetzt natürlich wieder eine Fehlinterpretation des Protestantismus. Die Tradition sei Menschenwort, damit ist natürlich die jüdische Überlieferung gemeint. Aber wie nennt Paulus denn die christliche Überlieferung? Darum danken wir auch Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr in unserer Predigt das Wort Gottes hörtet, es nicht als Wort von Menschen angenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, das Wort Gottes, das auch in euch Glaubenden wirksam ist.
So steht denn fest, Brüder, und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr mündlich oder schriftlich von uns unterwiesen worden seid. Denn auch die mündliche Überlieferung ist, wie die Bibel sagt, Wort Gottes und daraufhin auf ewig gültig. Und wo ist diese Glaubenstradition aufbewahrt? In der heiligen katholischen Kirche, welche die Gewalt hat, Lehren zu binden und von daher unfehlbar ist in ihrer Dogmatik. Der beste Beweis dafür ist die Bibel selbst. Fragt mal eure freikirchlichen Pastoren, woher die Bibel kommt. Ich kann es euch sagen, unter Papst Damasus auf dem Konzil von Rom im Jahre 382 wurde der Bibelkanon von katholischen Bischöfen unter Leitung des Papstes bestimmt. Und auf der dritten Synode von Karthago im Jahre 394 sowie beim Konzil von Hippo im Jahre 397 wurde dieser Bibelkanon von der katholischen Kirche abermals bestätigt und ist bis heute verbindlich. Jetzt kommen wir mal auf das Lehramt der Kirche zu sprechen, dass sie unfehlbar ist, dass sie die einzige Autorität hat, die Bibel auszulegen. Denn es ist nicht so, dass jeder Mensch, selbst vom Heiligen Geist geleitet, die Bibel perfekt auslegt. Der eine Protestant sagt mir, wie er sagt, vom Heiligen Geist geleitet natürlich, ich muss den Sabbat halten. Der andere sagt mir, ich darf den Sabbat nicht halten. Der eine sagt so, der andere sagt so. Der eine sagt, das Heil ist verlierbar, der andere sagt, das Heil ist unverlierbar. Alle berufen sich auf den Heiligen Geist. Doch was hat der Herr der Kirche verheißen? Diese Liste stellt die Behauptung auf, die Kirche könne nicht unfehlbar sein, Gott alleine ist unfehlbar. Gott ist unfehlbar und die Bibel ist unfehlbar. Und Gott hat, um seiner Unfehlbarkeit Ausdruck zu verleihen, die Kirche gegründet, welche Säule und Fundament der Wahrheit ist und er ihr die Bindegewalt gegeben hat, denn sie fungiert als Werkzeug Gottes. Deshalb hat die katholische Kirche unter Leitung des Papstes den unfehlbaren Bibelkanon zusammengestellt, denn die Kirche wird von Gott geleitet. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommt, wird er euch in alle Wahrheit einführen, denn er wird nicht aus sich reden, sondern alles, was er hört, wird er reden und was zukünftig ist, euch verkünden. Da heißt es euch, also die Kirche, die vom Heiligen Geist geleitet wird. Das Lehramt der Kirche ist natürlich die höchste Autorität, denn sie ist Säule und Fundament der Wahrheit, wie vom Heiligen Geist geleitet. Und das sind alles die Worte des Herrn Jesus Christus. Die Liste sagt, die Bibel dürfe nicht nach dem Sinn der katholischen Kirche ausgelegt werden, da ja jeder einzelne Gläubige durch den Heiligen Geist die vollkommene Autorität hat, die Bibel fehlerlos auszulegen. Da frage ich mich, wieso es dann 50.000 verschiedene Freikirchen gibt. Aber mal sehen, was die Bibel wirklich dazu sagt. 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 20 und 21. Vor allem aber erkennt, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Denn nicht durch den Willen eines Menschen ist je eine Weissagung ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben von Gott her Menschen gesprochen. Vom Heiligen Geist her haben die Propheten also gesprochen und deshalb dürfen wir als einzelne Menschen diese Schriften nicht auslegen. Deshalb wird der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, die Kirche in alle Wahrheit leiten, da sie Säule und Fundament der Wahrheit ist, die Bindegewalt hat und nicht von den Pforten der Hölle überwältigt werden wird. Also das Papsttum sehen wir natürlich ganz klar anhand der Bibel und auch der Kirchengeschichte und das Petrus Nachfolger eingesetzt hat. Und diese finden wir sogar in der Bibel. Linus und Clemens, sind das jetzt auch ihr Lehrer? Im Philipperbrief schreibt Paulus doch, dass Clemens im Buch des Lebens steht. Und Clemens war ein Papst. Sehr interessante Zusammenhänge. Ich wüsste gern mal, was diese protestantische Gruppe darauf antwortet. Wir sehen also, Papsttum, Schrift und Tradition, diese Punkte werden schon im Urchristentum ganz klar geglaubt, ganz klar im katholischen Sinne und auch anhand dessen, wer das leugnet, danach werden die Irrlehrer identifiziert. Merkt euch das und fragt mal eure protestantischen Pastoren danach, die sich auch alle gerne mit mir in Livestream setzen können. Ganz gerne, könnt ihr mich gerne kontaktieren und dann können wir das auch einfach mal so ganz auf freundliche Art und Weise ausdiskutieren. Jetzt hier in dieser Liste geht es um die Sakramente.
Die Kirche lehrt, diese sind heilsnotwendig. Die Protestanten sagen, nur der Glaube ist heilsnotwendig. Vor allem steht hier auch der Glaube allein. Prüfen wir mal Glaube, Glaube allein und die Sakramente, vor allem auch die Taufe, die hier auch explizit erwähnt wird, inwieweit diese heilsnotwendig ist. Im Prinzip behaupten die Irrlehrer hier, dass die Sakramente nicht heilsnotwendig sind, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist, dass man das Heil nicht verlieren kann, dass man nur durch Glaube allein gerechtfertigt wird und dass es keine Todsünde gibt. Markus 16. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Taufe und Glaube sind also heilsnotwendig. Was genau ist denn die Taufe laut Bibel? Apostelgeschichte 22, Vers 16. Nun denn, was zögerst du noch? Steh auf, rufe seinen Namen an, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Und in Titus Kapitel 3 wird die Taufe, das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, genannt. Und dieses Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist wird folgendermaßen beschrieben: durch seine Gnade gerechtfertigt, Erbenwürden des erhofften ewigen Lebens. Taufe, ewiges Leben, heilsnotwendig. Kolosser Kapitel 2, Vers 12: Mit ihm seid ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt worden durch den Glauben an die Macht Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wie in Markus 16, 16 steht, Taufe und Glaube, unentbehrlich für die Rettung, aber eben auch die Taufe. Das Bad zur Nachlassung der Sünden und zur Wiedergeburt, denn im Johannesevangelium Kapitel 3 steht ja, du musst aus Wasser und Geist wiedergeboren werden, um gerettet zu werden. Und ebenso verhält es sich mit der heiligen Eucharistie, von welcher der Herr Jesus Christus Folgendes sagt. Johannes 6,51: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, Johannes 6,53, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und den werde ich auferwecken am jüngsten Tag. Johannes 6,54. Und wer dieses Brot, also das Fleisch des Herrn, isst, wird leben in Ewigkeit. Johannes 6,58. Doch zur Eucharistie später mehr. Außerdem wird die Todsünde von dieser protestantischen Gruppierung sowie die Beichte geleugnet. Und dass man sein Heil verlieren kann, kommt für sie auch nicht in Frage. Denn sie sind ja durch den Glauben allein gerettet, denken sie. Jakobus 2, Vers 24: Ihr seht, dass der Mensch aufgrund von Werken gerecht gesprochen wird und nicht aufgrund von Glauben allein. Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das ist der einzige Vers in der ganzen Bibel, wo die Worte Glauben und allein zusammen vorkommen, nämlich dass der Mensch nicht durch Glaube allein gerettet wird. Wir Katholiken glauben natürlich nicht an eine Werksgerechtigkeit, doch das Thema Glaube und Werke ist hier zu komplex, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Dieser Glaube-allein-Mythos fußt auf einer Bibelfälschung von Martin Luther, was auch allgemein bekannt ist, denn auch im Römerbrief steht nicht Glaube allein. Das hat Martin Luther hinzugemogelt. Und jetzt sagen sie noch, es gebe keine Todsünde, das Heil ist nicht verlierbar, auch der Begriff Todsünde fällt. Schauen wir mal, was die Bibel lehrt. 1. Johannes Kapitel 5: Wenn jemand sieht, dass sein Bruder eine nicht zum Tod führende Sünde begeht, dann soll er für ihn bitten und Gott wird ihm neues Leben schenken. Freilich gilt das nur für diejenigen, die nicht so schwer sündigen, dass es zum Tod führt. Es gibt die Sünde, die zum Tod führt. Auf jene Sünde bezieht sich meine Mahnung zur Fürbitte nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, doch es gibt auch eine Sünde, die nicht zum Tod führt. Der Punkt, wo die Protestanten die Todsünde leugnen, ist somit auch abgearbeitet, denn es gibt, laut Bibel, Sünden zum Tod und Sünden, die nicht zum Tod sind. Ganz interessant ist hier auch Punkt 14.
Sie werfen der Kirche vor, dass die Kirche lehrt, dass die lästlichen Sünden keine ewige Verdammnis verursachen. Als Antwort schreiben die Protestanten, dass jede Sünde zum Tode führt, zum ewigen Tode führt. Aber gleichzeitig schreiben sie aber auch in den nächsten Punkten dann schon wieder, dass du allein durch Glaube gerettet wirst. Du kannst die Glauben, du kannst die heiligmachende Gnade nicht verlieren durch Sünden. Was denn jetzt bitte? Da sieht man, dass einfach wahllos irgendwelche Bibelverse zusammengewürfelt werden. Und jetzt, lieber Protestant, schreib mir in die Kommentare, dass ich nicht die Wahrheit sage, dass in dem einen Text steht, man kann durch Sünden die Gnade nicht verlieren. Und hier schreiben sie, jede lästliche Sünde bringt den ewigen Tod. Was ist denn eine Sünde zum Tod, wodurch man sein Heil verliert, was Protestanten, vor allem diese Sekte hier, leugnet? Galater Kapitel 5. Offenkundig sind die Werke des Fleisches Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und dergleichen. Was ich euch vorausgesagt habe, das wiederhole ich. Die solches treiben, werden das Reich Gottes nicht erben. Und was machen wir, wenn wir doch in eine Todsünde gefallen sind? Wir gehen zur Beichte. Und sie sagen, niemand außer Christus kann Sünden vergeben. Mal gucken, was Christus selbst gesagt hat, was der Heiland selbst gesagt hat, nachdem er die Apostel mit dem Heiligen Geist angehaucht hat. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden erlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ganz interessant, hier in Punkt 16 steht, dass niemand Sünden vergeben kann, außer Gott allein. Aber Gott sagt seinen Aposteln wortwörtlich, dass sie Sünden vergeben können und sollen. Und diese Vollmacht gaben die Aposteln weiter in den Priester- und Bischofsweihen. Und diese Vollmacht haben die katholischen Priester durch die apostolische Sukzession bis heute im Namen Jesu Christi Sünden zu vergeben. Ja, das ist die Beichte. Und das haben auch schon die ersten Christen genauso geglaubt und praktiziert wie wir Katholiken heute. Kirchenvater Zyprian von Karthago, 55. Brief, 29. Kapitel. Und weil man nach dem Tode den Glauben nicht mehr bekennen und keine Beichte mehr ablegen kann, so müssen diejenigen, die von ganzem Herzen sich bußfertig zeigen und darum bitten, auch einstweilen in die Kirche aufgenommen und in ihr für den Herrn aufbewahrt werden, welcher dereinst zu seiner Kirche kommen und dann schon über die richten wird, die er darinnen findet. Die Abtrünnigen aber und Abgefallenen oder die Widersacher und Feinde, die Christi Kirche zerstreuen, können nach dem Wort des Apostels nicht einmal dann zu dem Frieden der Kirche zugelassen werden, wenn sie außerhalb für Christi Namen den Tod erlitten haben, weil sie weder die Einheit des Geistes noch die der Kirche bewahrt haben. Kirchenvater Zyprian von Karthago mahnt uns hier im 3. Jahrhundert ganz klar, dass es nur eine Kirche Jesu Christi gibt, nämlich die katholische Kirche, und dass alle außerhalb dieser Kirche nicht gerettet werden können, selbst wenn sie ein, in Anführungszeichen, Martyrium erleiden würden, da sie nicht Teil des Leibes Christi waren, schon gar nicht, wenn sie gegen die katholische Kirche gekämpft haben, dann gibt es keine Rettung. Liebe Protestanten, die ihr an diese Liste glaubt, ich meine es nicht böse, ich mache mir Sorgen um euch und euer Seelenheil. Nehmt euch die Worte des heiligen Apostels Paulus zu Herzen. 1. Korinther Kapitel 15, Verse 1 und 2. Brüder, ich tue euch das Evangelium kund, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen und steht in ihm fest. Durch dies erlangt ihr auch das Heil, wenn ihr euch genau daran haltet, was ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben vergeblich angenommen. Wenn du den Glauben vergeblich angenommen hast und dich nicht an alles hältst, was das Evangelium von dir verlangt, dann gibt es keine Rettung. Der Glaube war vergeblich, denn es gibt keine Rettung durch Glaube allein. Sünden zum Tod. Welche
diese tun nicht in das Reich Gottes eingehen. Und da schreiben die Apostel zu Gläubigen, da schreiben sie nicht in die Welt hinaus, sondern sie warnen explizit die Gläubigen, an die ihre Briefe adressiert sind. Diese und diese Sünde tut nicht, das sind Sünden zum Tod, und dann seid ihr nicht teilhaftig am ewigen Leben. Und hier in dieser Liste natürlich, der Glaube an Gott ist der Glaube, den die Kirche vorgibt. Im Epheserbrief steht ja, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Also dieser eine Glaube, dieser eine Gott sind untrennbar miteinander verbunden. Die Falschgläubigen haben den falschen Glauben, sie werden nicht gerettet. Matthäus Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen. Nur wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist, wird in das Himmelreich eingehen. Dann werde ich ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Hinweg von mir, ihr Übeltäter. Auch hier die Rechtfertigung aus Glaube und Werke. Von daher ist es schon richtig, dass wir den Glauben der Kirche, welche ja von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden wird und Säule und Fundament der Wahrheit ist, was wir vorhin gesehen haben, dass wir diesen Glauben auch annehmen und praktizieren, inklusive der Sakramente, was ja auch geleugnet wird, die ganz gewiss heilsnotwendig sind. Aus dem Katechismus Romanus nach dem Heiligen Konzil von Trient, dort heißt es, weil es höchst angebracht ist, die zu unserem Heil eingesetzten Geheimnisse, damit sind die Sakramente gemeint, zu erschließen und zu entfalten, sondern auch deshalb, weil der Christ die bösen Begierden kräftig niederhalten wird, wenn das Bewusstsein in ihm lebendig ist, dass jeder einmal sterben muss. Und das hat wiederum zur Folge, dass ihm die wirkliche Nähe des Todes keine so große Verwirrung bereiten, dass er vielmehr Gott herzinnig dafür danken wird, wo er uns einerseits durch das Taufsakrament den Zugang zum wahren Leben erschlossen und dann noch das Sakrament der letzten Ölung eingesetzt hat, damit wir beim Scheiden aus diesem sterblichen Leben einen leichteren Weg zum Himmel haben. Dann leugnen sie natürlich das Fegfeuer und auch die Suffragia, nämlich dass wir den Seelen im Fegfeuer helfen können. Das Fegfeuer ist aber untrennbar mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden. 1. Korinther Kapitel 3, Verse 11 bis 15. Denn niemand kann einen anderen Grund legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber einer auf diesen Grund mit Gold, Silber und Edelsteinen oder mit Holz, Heu und Stroh aufbaut, das wird sich für das Werk eines jeden herausstellen. Der Tag wird es erweisen, denn er offenbart sich im Feuer, und im Feuer wird geprüft, wie das Werk eines jeden beschaffen ist. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so wird er seinen Lohn empfangen. Verbrennt sein Werk, so wird er bestraft werden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durch Feuer. Ist Christus die Grundlage deines Glaubens, dann wird am Tag des Gerichts dein Werk geprüft. Die Werke aus Gold, Silber und Edelsteine halten stand, wohingegen deine schlechten Werke, Holz, Heu und Stroh, verbrennen. Du wirst gerettet werden, aber wie durchs Feuer. Dieses Feuer wird dich von deinen Sünden, deinen schlechten Werken reinigen. Und du wirst gerettet werden, du wirst selig werden, gereinigt durchs Feuer. Fegefeuer bedeutet Reinigungsfeuer. Und dieses Feuer ist damit gemeint. Und sie leugnen natürlich auch diese Frage, ja, dass wir den Armseelen im Fegefeuer helfen können. Natürlich auch, weil sie ein falsches Bibelverständnis haben und auch eine falsche Bibel. 2. Makkabäer, Kapitel 12. Dann veranstaltete er eine Sammlung unter seinen Leuten und brachte 2000 Drachmen Silber zusammen. Diese sandte er nach Jerusalem, damit ein Sündopfer dargebracht würde. Das war eine sehr schöne und edle Handlung, weil er an die Auferstehung dachte. Denn hätte er nicht an die Auferstehung der Gefallenen geglaubt, so wäre es überflüssig und töricht gewesen, für die Verstorbenen zu beten. Auch zog er in Betracht, dass den fromm Entschlafenen eine gar herrliche Belohnung aufbewahrt ist. Ein heiliger und frommer Gedanke, darum veranstaltete er für die Verstorbenen ein Sühnopfer, damit sie von ihrer Sünde erlöst würden.
2. Samuel, Kapitel 1, Verse 11 und 12. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie. Ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren. Sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan, um das Volk des Herrn und das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. König David und das Volk Israel klagte, weinte und fastete wegen der Toten. Aus dem biblischen Kontext wissen wir natürlich, dass Fasten und Beten untrennbar miteinander verwoben sind. Da muss man nicht näher drauf eingehen. Also wurde dort für die Toten gebetet. Und das beschreibt auch das 2. Makkabäerbuch. Inklusive dem Opfer für die Verstorbenen. Protestanten werden jetzt sagen, das 2. Makkabäerbuch gehöre nicht zur Bibel, aber doch gehört es. Es wurde erst von den Deformatoren aus den protestantischen, übrigens falsch übertragenen Bibeln entfernt. Darüber habe ich so viele Videos gemacht, da spare ich mir jetzt. Ihr könnt ja gerne die Playlist einmal hoch und runter scrollen. Aber dieses Problem kannten die ersten Christen schon, dass Heretiker manche Teile der Heiligen Schrift auf eigene Faust verwerfen. Irenäus von Lyon, 3. Buch gegen die Häresien, Kapitel 2. Widerlegt man nämlich die Heretiker aus den Schriften, dann erheben sie gegen eben diese Schriften die Anklage, dass sie nicht zuverlässig seien, keine Autorität besäßen, auf verschiedene Weise verstanden werden könnten und dass aus ihnen die Wahrheit zu finden nur die imstande seien, die die Tradition verstünden. Und bei ihnen ist es halt der Fall, dass sie nicht die apostolische Tradition haben, da sie auch keine apostolische Sukzession haben. Das sieht man in Punkt 2. Berufen wir uns aber ihnen gegenüber auf die apostolische Tradition, die durch die Nachfolge der Priester in der Kirche bewahrt wird, dann verwerfen sie wieder die Tradition, nennen sich klüger als Priester und Apostel und sagen, sie hätten allein die Wahrheit gefunden. Und da haben wir es wieder. Die apostolische Tradition, die apostolische Nachfolge. Und diese apostolische Nachfolge lebt im geweihten katholischen Priestertum. Deshalb können wir die katholische Lehre auch bis ins Urchristentum nachverfolgen, wohingegen die Protestanten in Punkt 3 prophetisch beschrieben werden, gleichsam gegen Schlangen, die sich glatt nach allen Seiten herauszuwinden suchen, haben wir also zu kämpfen. Deshalb müssen wir ihnen auch von allen Seiten entgegentreten, vielleicht, dass wir dann einige von ihnen durch die Zurückweisung stutzig machen und bewegen können, zur Wahrheit zurückzukehren. Und das Gebet und das Opfer für die Seelen im Fegfeuer finden wir nicht nur in der Bibel, sondern auch bei den Kirchenvätern. Da habe ich euch ein extrem scharfes Beispiel herausgesucht, wo nämlich jemand aufgrund seiner Missetat dazu verurteilt wurde, dass für seine Seele im Fegfeuer nicht gebetet und geopfert werden darf. Um euch mal zu zeigen, wie wichtig das schon den ersten Christen war. Cyprian von Karthago, 1. Brief, 2. Kapitel. So solle für ihn kein Opfer dargebracht und für seine Seelenruhe keine Opferfeier begangen werden. Denn vor Gottes Altar verdient derjenige, nicht im Gebet der Priester genannt zu werden, der Priester und Diener Gottes vom Altar abziehen wollte. Diese Person wollte nämlich einen Kleriker von seinem priesterlichen Dienst abziehen lassen. Deshalb heißt es weiter, liegt auch für euch kein Grund vor, für sein Seelenheil das Opfer, also die heilige Eucharistie, oder irgendwelche Fürbitte für ihn in der Kirche einzulegen. So wird der gewissenhafte und notwendige Beschluss, den die Bischöfe gefasst haben, von uns eingehalten und zugleich den übrigen Brüdern ein warnendes Beispiel gegeben, dass niemand Priester und Diener Gottes, die seinem Altar und der Kirche sich widmen, zu weltlichen Händeln abrufen soll. Liebe protestantische Zuschauer, jetzt überlegt mal, wie ihr den Zorn Gottes heraufbeschwört, wenn ihr versucht, glaubenstreue Katholiken aus der Kirche Gottes heraus zu verführen. Und auch Bußwerke zur Genugtuung für die Sünden werden hier geleugnet. Dabei steht in der Offenbarung doch selber Folgendes. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu die ersten Werke. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 5. Nach der Umkehr folgen die Werke, nach der Buße folgen die Werke.
Apostelgeschichte 26, Vers 20, da mahnt Paulus uns, sich zu Gott zu bekehren und der Buße würdige Werke zu vollbringen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Epheser Kapitel 4, Vers 28. Tue der Buße würdige Werke, du hast gestohlen, stehle nicht mehr, sondern gib den Bedürftigen. Tu genau das Gegenteil deiner Sünde zur Genugtuung. Ich glaube, dass die dahingehend betreffende Punkte dieser eigenartigen Liste abgearbeitet sind und es ist widerlegt worden, was die Protestanten und Katholiken vorwerfen. Und dann natürlich gegen die heilige Eucharistie, die Klassiker. Es ist alles nur ein Symbol, es ist nicht Fleisch und Blut, es ist nicht heilsnotwendig, es ist kein Opfer. Doch wir gucken mal, was die Bibel lehrt und was auch die ersten Christen gelehrt haben und vergleichen das mal mit dem, was wir Katholiken heute glauben. Lukas, Kapitel 22, Verse 19 bis 20, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Herr Jesus Christus nahm Brot und Wein, verwandelte es in sein Leib, der für euch hingegeben wird, und in sein Blut, das für euch vergossen wird, also eine Opferhandlung, Leib hingeben, Blut vergießen, im alttestamentlichen Kontext ein Opfer, und das ein Tag vor der Kreuzigung. Er vergegenwärtigte also sein Kreuzesopfer, wandelte Brot und Wein in sein Leib und sein Blut und befahl seinen Aposteln, also der Kirche, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also es ist ganz gewiss, das gleiche Opfer wie am Kreuz, denn der Herr Jesus Christus hat sich einmal am Kreuz geopfert. Und dieses Opfer vergegenwärtigte er bereits einen Tag zuvor und befahl, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also das ist katholische Lehre, das ist biblische Lehre und es steht dem ganzen Protestantismus entgegen. Und jetzt schauen wir mal, was die ersten Christen schon glaubten und lehrten. Justin der Märtyrer, Kirchenvater um das Jahr 165, 1. Apologie, Kapitel 66, diese Nahrung heißt bei uns Eucharistie. Niemand darf daran teilnehmen, als wer unsere Lehren für wahr hält, also die katholischen Lehren, das Bad zur Nachlassung der Sünden und zur Wiedergeburt, also die Taufe empfangen hat, und nach den Weisungen Christi lebt, also im Gnadenstand ist. Denn nicht als gemeines Brot und als gemeinen Trank nehmen wir sie, sondern wie Jesus Christus, unser Erlöser, als er durch Gottes Logos Fleisch wurde, Fleisch und Blut um unseres Heiles willen angenommen hat, so sind wir belehrt worden, dass die durch ein Gebet um den Logos, der von ihm ausgeht, unter Danksagung, Eucharistia Danksagung, geweihte Nahrung, mit der unser Fleisch und Blut durch Umwandlung genährt wird, Fleisch und Blut jenes Fleisch geworden in Jesus sei. Denn die Apostel haben in den von ihnen stammenden Denkwürdigkeiten, welche Evangelien heißen, überliefert, es sei ihnen folgende Anweisung gegeben worden, Jesus habe Brot genommen, Dank gesagt und gesprochen, das tut zu meinem Gedächtnis, das ist mein Leib. Und ebenso habe er den Becher genommen, Dank gesagt und gesprochen, dieses ist mein Blut. Und er habe nur ihnen davon mitgeteilt. Auch Irenäus von Lyon beschreibt die Transsubstantiation, also die Wandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Jesu Christi durch den Priester. Wenn nun also der gemischte Kelch und das zubereitete Brot das Wort Gottes aufnimmt und die Eucharistie zum Leibe Christi wird, woraus die Substanz unseres Fleisches Erhebung und Bestand erhält und weiter unten steht, und alsdann kommt dieses weisheitsvoll in den Gebrauch der Menschen, nimmt auf das Wort Gottes und wird zur Eucharistie, welche der Leib und das Blut Christi ist, so wie es in der Bibel steht. Jetzt Ignatius von Antiochien, direkter Schüler des Apostels Johannes, der ja den Herrn Jesus Christus im Johannesevangelium, beispielsweise 6,55, zitiert, wo Jesus Christus, unser Herr und Gott, sagt, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Er mahnt,
Haltet nur eine Eucharistie, bemüht euch, nur eine Eucharistie zu feiern, denn es ist nur ein Fleisch unseres Herrn Jesu Christi und nur ein Kelch zur Einigung mit seinem Blute, nur ein Altar, wie nur ein Bischof ist, in Verbindung mit dem Presbyterium, also dem Priestertum, und den Diakonen, meinen Mitknechten, auf das, was immer ihr tut gemäß dem Willen Gottes. Liebe Protestanten, wo ist bei euch der Altar? Von dem Paulus im Hebräerbrief doch schreibt, dass wir Christen einen Altar haben, von welchem die Juden nicht essen dürfen. Und so beschreibt der Apostelschüler die Irrlehrer. Von der Eucharistie und dem Gebet halten sie sich ferne, weil sie nicht bekennen, dass die Eucharistie das Fleisch unseres Erlösers Jesus Christus ist, das für unsere Sünden gelitten hat und das der Vater in seiner Güte auferweckt hat. Die nun reden wider die Gabe Gottes, die sterben in ihrer Streitsucht. Also die Eucharistie ist das Fleisch unseres Herrn Jesus Christus, kein Symbol. Es ist wirklich das Fleisch, was gelitten hat und was der Vater auferweckt hat, der wahre Herr Jesus Christus. Und das ist die Kirche des ersten Jahrhunderts, wie Ignatius von Antiochien, Bischof von Antiochia, geweiht von Petrus, gelehrt von Johannes, die Kirche beschreibt. Alle sollt ihr dem Bischof gehorchen, wie Jesus Christus dem Vater und auch dem Presbyterium wie den Aposteln. Die Diakonen aber ehret wie Gottes Anordnung. Keiner tue ohne den Bischof etwas, das die Kirche angeht. Nur jene Eucharistie gelte als die gesetzmäßige, die unter dem Bischof vollzogen wird oder durch den von ihm Beauftragten, also den Priester. Wo immer der Bischof sich zeigt, da sei auch das Volk. So wie da, wo Jesus Christus ist, auch die katholische Kirche ist. Die Kirche des ersten Jahrhunderts. Geweihtes Priestertum, geweihte Bischöfe. Die heilige Eucharistie, wahrhaft Fleisch und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Die katholische Kirche wird hier detailliert beschrieben und sie hieß sogar schon katholisch. Denn Jesus Christus ist da, wo die katholische Kirche ist. Und die katholische Kirche, wo Jesus Christus ist, da kennst du am Priestertum, am Episkopat und an der heiligen Eucharistie dargebracht auf dem Altar. Und das beschrieben von einem Apostelschüler, und von den Aposteln selbst. Das Priestertum, das heilige Messopfer, die Eucharistie, das Episkopat, der Papst, die Sakramente, all das, wie ihr seht, Schrift und Tradition, wie ein Kreis schließt es sich und die katholische Kirche, Säule und Fundament der Wahrheit, wird von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden. Jetzt hier